Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Onkel Poppy und wir spielen Minecraft. Schön, dass du den Weg in meine Welt gefunden hast. Heute leider mal ohne Facecam. Ich hoffe, morgen geht's wieder besser. Liegt einzig und allein daran, wie du an meiner Stimme hörst. Ich bin ein wenig verschnupft, verrotzt und dementsprechend sieht auch meine Fratze aus natürlich. Und das möchte ich euch natürlich nicht antun. Und daher habe ich mich dazu entschlossen, dann doch ohne Facecam aufzunehmen. Das ist so mein Hintergrund. So, es ist jetzt Tag. Ich habe mir überlegt, ich habe die letzten 4 Tage jetzt, glaube ich, nicht gezockt und habe das so ein bisschen ruhen lassen hier. Ich habe in den letzten Tagen mir so ein bisschen überlegt, wie ich hier weiterkomme, was ich hier bauen soll. Und dementsprechend, ich hoffe, es kommt kein Creeper jetzt. Dementsprechend bin ich auch zu dem Entschluss gekommen, dass die Schweine natürlich nicht im Sand leben, sondern auf Erde sich oder an der Erde sich so ein bisschen rumquälen, rumgeistern, rumärgern. Und deswegen habe ich beschlossen, ich werde den... Hallo, ist doch gut da oben. Habe halt beschlossen, ich werde den Sand hier wieder abnehmen. Und mache hier einfach mal Erde rein. Ich habe mir auch so ein bisschen Erde schon besorgt. Und werde die Tiere dann eben hier auf der Außenfläche dann lagern bzw. laufen lassen. Damit sie dann auch hoffentlich glücklich werden. Habe ich noch Kies hier irgendwo? Ja, ich habe noch Kies. Ich habe einen Knopf dabei. Also ich habe nochmal so ein bisschen an so ein, zwei Sachen rumgebastelt, rumgepfeilt. Deswegen bitte nicht wundern, was ich hier für ein Inventar habe. Bin ein wenig schlecht vorbereitet, ganz klar. Ich habe heute eben vor der Aufnahme noch so ein, zwei Sachen ausprobiert, die natürlich wie immer nicht funktioniert haben. Huch! Deswegen macht das nichts. Ja, wie gesagt, ich habe so ein, zwei, drei Tage hier mal nicht gespielt. Aus dem einfachen Grund, wir haben in der Firma bei uns haben wir umgebaut. Und zwar, ja, die Firma natürlich umgebaut, Ladenlokal, Ausstattung so ein bisschen mal umgebaut. Und heute war der erste Tag wieder, wo die Kunden rein konnten bei uns. Und da waren auch gleich prompt so zwei, drei Leute gewesen, die mit mir geschimpft haben. So, Poppy, warum kam heute keine Folge? Also, falls du dich wunderst, warum gestern keine Folge gekommen ist, dafür kommt sie heute. Ich hatte einfach in der Firma so viel zu tun gehabt, dass ich nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Ich bin morgens um 7:30 angefangen in der Firma. Das heißt, musste entsprechend hier bei mir zu Hause schon zeitig losfahren, da ich ja immer so gut 20 bis 30 Minuten zur Arbeit fahre, war das halt so, dass ich da dann abends auch recht zeitig ins Bett musste. Das heißt, wir haben von morgens offiziell um 8, ich war ja um 7:30 schon in der Firma gewesen oder 7:45, haben wir dann bis abends um 8 da auch in der Firma gewerkelt. Wir haben da, wie gesagt, die Regale auseinandergerissen. Wir haben Ware versteckt, dass wir da arbeiten könnten. Wir haben eine neue Lichtanlage erhalten. Wir haben eine neue Computerspielewand bekommen. Ich in der Computerabteilung habe ja ein neues Sortiment bekommen. Wir konnten ein bisschen anordnen, dass das Ganze nochmal so ein bisschen cooler aussah oder überhaupt so cooler aussieht. Und neues Sortiment unter anderem halt auch, ganz klar auch im Gaming-Bereich. Wir haben Rocket, wir haben Speedling haben wir natürlich, wir haben SteelSeries und also die ganzen üblichen Verdächtigen halt. Die eben in der Gaming-Szene halt bekannt sind. Und die haben wir jetzt... Hallo? Die haben wir jetzt alle bekommen. Was heißt bekommen? Also die habe ich mir gewünscht, dass ich sie kriege. Und das wurde mir erfüllt. Oh, scheiße, ey. Das kann doch nicht gut gehen, sowas. So, und diese Wünsche wurden mir natürlich erfüllt. Da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass ich jetzt endlich mal ein bisschen Gaming-Zubehör habe, nicht immer nur den ganzen Quatsch von diesem Hammer-Scheiß-Krams. Ne? Und da bin ich ganz froh drüber. Ein bisschen helle, ne? Ich glaube, ich mache da mal Dunkles hin. Und das, wie gesagt, habe ich jetzt endlich bei mir auch im Sortiment, als Standardsortiment auch mit drin.
Das heißt, die Leute, die bei mir einkaufen gehen, haben oder konnten heute sehen, zumindest die, die da gewesen sind, konnten dann heute sehen, was es alles so Neues gibt bei mir im Sortiment natürlich. Auch die Telefonabteilung ist eigentlich so der größte Umbau bei uns in der Firma gewesen. Und das hat eben die letzten 3 Tage so dermaßen geschlaucht, dass ich selber ungewohnte Arbeit auch machen musste oder wieder ungewohnte Arbeit machen musste, so dass ich dann tatsächlich nicht dazu gekommen bin, vernünftig aufzunehmen oder beziehungsweise dann auch wirklich keinen Bock mehr hatte, noch was aufzunehmen. Ich war dann so fertig und geschafft, dass ich gesagt habe, komm, lass mal, brauchen wir nicht. Was machen wir, Schwarzeiche oder normale Eiche? Was sieht denn besser aus? Machen wir Schwarzeiche, dann passt das wenigstens zu den Balken. Und daher, so resultiert sich das eben, dass halt gestern dann keine Folge gekommen ist, weil ich einfach keinen Bock hatte. Und wenn du keinen Bock hast, dann ist es natürlich blöd, irgendwas aufzunehmen. Das merkst du natürlich auch. Dann wird die Aufnahme einfach schlichtweg scheiße. Und das war so der Grund, warum ich gesagt habe, nö, machst du nicht, lässt du sein. Und ich hoffe, ihr versteht das. Wie gesagt, es kam dann heute, nachdem die ersten Kunden dann schon wieder rein durften, zu uns ins Geschäft. Waren natürlich auch ein paar Zuschauer mit dabei, die gesagt haben, hier Minecraft, wo lebt das, ne? Will ich heute haben. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, sorry, ey, wir haben hier umgebaut, haut nicht hin. Fand ich ganz lieb, dass ihr gekommen seid in die Firma. Die Leute, die da waren, werden es wissen, wie ich meine. Und bin ich ganz dankbar, vor allem auch über dieses Feedback, was ich ja sonst so leider Gottes nicht kriege hier auf dem Kanal. Da würde ich mir mehr Beteiligung wünschen. Dass da so ein bisschen mehr zu geschrieben wird, dass ich ein bisschen mehr lesen kann, mich verbessern kann, wie auch immer. Denn nur so komme ich eben halt vorwärts, ne? Und das finde ich halt immer sehr schade, wenn da wenig bis gar nichts zu geschrieben wird. Also deswegen, also da Vorschläge natürlich. Machst du jetzt mal Vorschläge natürlich immer gerne her damit. Schreibt es ins Kommentar rein, was soll ich machen, wie würdest du verfahren natürlich auch, ganz klar. Und bin ich dankbar über jede Hilfe, die ich so kriegen kann. So, jetzt müssen wir hier einmal rüberziehen. Natürlich. Huch. Ja, wie gesagt, wie würdest du hier bauen? Schreib mir das doch bitte mal ins Kommentar. Was hättest du gemacht? Was hättest du anders gemacht vor allem? Oder gib mir einen Vorschlag, wie ich hier weitermachen könnte. Denn im Moment bin ich tatsächlich leicht ideenlos. Komischerweise. Also, es ist ein bisschen kurios. Ich habe mir überlegt, auch ich werde hier das freilassen. Ja, läuft doch. Gucke mal. So, dann können wir nämlich da unten... Ach, siehst du, da kann ich noch Türen einsetzen. So, hier. Ich habe auch überlegt, ganz ehrlich, ob ich radikal nochmal einen Schnitt mache und hier so ein bisschen dran verändere nochmal. Bin ich ja ganz ehrlich. Warte mal. Das können wir innen drin... Warte mal, das innen drin können wir ja doch tatsächlich anders machen. Komm mal her. So. Jetzt gehen wir nochmal kurz rein. Und dann werde ich nochmal so ein bisschen Zäunchen holen. Oh, ich sollte was futtern. Denn ich werde auf jeden Fall Türen da unten machen und ich werde auf jeden Fall auch helle Türen machen. Genauso wie ich auch helle Zäune nehme, um die, Stelle zu trennen. So, warte mal. Birke. Wir nehmen Birkenholz. Für eine Birkeltür. Weiß ich gar nicht, warum war denn das? Oh ja, läuft. Ein Tor, ein Tor. Wir brauchen ein schnelles Tor. Hurra.
Wo wollen wir hin? Erde, Erde, Ziege, Birke. Birke. So, Alter, jetzt juckt es gerade am Bein. Ist echt widerlich. So, draußen ist ja sowieso Nacht. Ich musste mal was trinken. Meine Stimme, die war so ein wenig... Oder meine Stimmbänder. Kennst du das, wenn du krank bist und der Hals nicht so mitspielt, wie er soll? Es ist einfach widerlich. Kannst du sagen, was du willst. Ich habe mal ein Tutorial gemacht für einen, hier siehst du, ich war zwischendurch mal im Creative Mode. Wie gesagt, ich habe was ausprobiert, was nicht so ganz hingehauen hat. Werde ich aber dann auch noch bauen im normalen Survival Mode. Da will ich so ein paar Sachen versteckt halten, dass eben der Thomas und der Halo das nicht so unbedingt finden bei mir, dass ich so eine kleine Zufluchtsstätte habe. Idiot, du brauchst ja nicht nur eine Tür. Oh, Poppy, denk doch mal nach. Hier ist die Krankheit, liebe Freunde. Es ist einfach die Krankheit. Ne, pass auf, wenn wir schon mal hier sind, dann bauen wir hier erstmal weiter. Bringt es nichts. Schöne Tür zu machen, damit ja keiner rauskommt. Weil ich glaube, so ein bisschen Kontrast ist schon ganz cool. Scheiße, warum kann ich das hier nicht anschließen? Blöd, ey. Und nu? So? Nee, das ist doof. Das ist ja kacke. Wieso kann ich ihn das nicht anschließen? Fuck. Dann können wir nur hoffen, dass die hier nicht abhauen, die Viecher. Oh, nö. Oh, das ist ja dämlich. Das ist ja voll dämlich. Wieso kann ich ihn das nicht anschließen? Oh, Mann. Huch, da war ich zu schnell. So, da müssen wir doch tatsächlich noch mal ein paar Tore machen. Holz, Birke. Oh, sollte das reichen? Das reicht gerade so, wa? 2, 2, 1, 2, 1, 2. Na, da brauchen wir auch noch einen zweiten. So, dann können wir das Stückchen Fleisch auch noch mal vertilgen hier. Ja, wir sitzen mal auf der Treppe. Das ist, glaube ich, ein Bild gerade für die Götter. Wir sitzen auf der Treppe. Gibt es denn da noch irgendwas zu essen? Zufällig? Nee, habe ich nichts mehr. Schade auch. Ja, dann müssen wir wieder anfangen und laufen. Setzt er sich einfach auf die Kellertreppe und will da fressen, wa? Die alte Sau. Typisch. Typisch. Aber ihr wisst ja, wer auf dem Bau arbeitet und ein Handwerker ist, der kann auch immer ganz gut essen. Das ist einfach so. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. So, jetzt haben wir zumindest gleich erstmal das Grundgerüst fertiggestellt, so dass eventuelle Tiere hier schon rein und rauslaufen könnten. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen für Licht sorgen und dann haben wir eigentlich schon das Wichtigste getan, ne? Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie machen wir das Dach? Machen wir das so wieder? Was ist denn das? Wer stellt denn da seinen Müll ab? Was geht denn hier schief? Ein schwarzes Brett. Eine Projekttafel. Server-Update auf 182, 183. Ja, das weiß ich noch nicht. Funktionieren die Shader-Texturen und meine Skripte und so weiter auf der 183 auch? Ich weiß es nicht. Der Halo hat nämlich rausgefunden, dass die automatische Sortiermaschine auf der Version 1.8.3 wieder funktioniert, was eben bei der 1.8.2 bzw. 1.8.1 nicht war, bzw. 1.8, die wir jetzt hier drauf haben. Ein Jeva-Leuchtturm, genau, das hatte ich ja gesagt, da kommt der Leuchtturm hin. Die Sortiermaschine steht schon drin, den Enderdrachen haben wir auch überlegt, den wir machen, mein Schweinestall, da bin ich ja bei. Und Testbau erledigt. Okay. Das werden wir uns in Ruhe nochmal angucken in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen. Jedenfalls ist ja niedlich, dass er hier so eine olle Projekttafel baut und mir somit mein Bild irgendwo zerstört. Aber egal. Egal. Halo, lecker gemacht. Und der Thomas, Alter, Thomas. Hast du Langeweile, alter Macker? Da muss ich jetzt erstmal gucken. Was geht denn hier schief? Also ich weiß zwar, er wollte unbedingt
den Berg weg haben, damit er auf mich... Die wollen mich nicht haben. Ja, typisch, ne? Lass den Poppy mal für den Server zahlen, wir bauen den schon zu hier. Alter, unglaublich. Es ist unglaublich. So, jetzt kommen wir hier. Ach, gucke, der Thomas hat gebastelt. Ach nee, doch nicht. Ich dachte schon. Auf jeden Fall ist hier Licht seit dem letzten Mal, wo ich drauf... Alter, jetzt hier richtig was getan. Okay, na, ich lasse mich überraschen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich will ja nicht allzu viel vorwegnehmen. Also hier ist der Berg ist ja komplett abgetragen worden, so wie es ausschaut. Und der Thomas, der wollte einfach freie Sicht zu mir haben, hat er gesagt. Das war die Aussage gewesen. Der wollte einfach sehen, wie es mir so geht. Und deswegen hat er da den Berg abgetragen. So sieht er mein Haus, sagt er, von oben. Muss ich mal gucken, mal hochgehen, ob wir dann auch den Thomas in sein Haus sehen. So, nichtsdestotrotz stellt sich mir die Frage, wie baue ich hier das Dach? Wie mache ich das da? Wie mache ich das da? Nehme ich da Steinstufen oder nehme ich da Steintreppen? Das ist das, was ich mir so gerade stelle. Welche Frage? Auf jeden Fall haben wir da schon mal einen Tragebalken, der dann eben das Dach mittragen soll. Ich würde auch gerne hier oben drüber, das hat man ja auch so in Scheunen, so einen kleinen Lüftungsschlitzraum haben, damit dann eben die Belüftung und so weiter stattfinden kann. Das will ich auf jeden Fall auch haben. Die andere Sache ist natürlich, die sich mir jetzt stellt, ich habe ja hier ein Dach, das geht so schön hoch. Und dann müsste das hier etwas steiler wieder runtergehen. Wie stelle ich das an? Und vor allem mit was für einem Stein? Steinziegel. Ich muss mal gucken, was habe ich denn überhaupt alles in meinen Kisten drin? Ich habe doch so viel schon vorgesammelt, dass ich doch eigentlich hier schon reich gesät sein müsste an Stein. Wollen wir mal schauen. Mal schauen, ob keiner schaut. Bruchstein. Was hat denn so eine olle Scheune? Ziegelsteintreppe. Granit, polierter Granit. Kann ich aus poliertem Granit Treppenstufen machen? Ich hab's geahnt. Dann muss ich doch glatt nochmal runtergehen in mein Bergwerk und muss da tatsächlich nochmal Granit holen. Weil ich habe mir überlegt, ich werde aus Granit das Dach machen. Ist mir so gerade eben... Haha, würde ich ja gerne. Okay, also geht gar nichts. Schade auch. Also kannst du aus Granit keine Stufen machen? Wie schwul ist das denn? Das ist ja voll blöd. Das ist ja voll blöd. Aha, okay. Da geht das schon mal. Okay. So. Jetzt haben wir hier 30 Half-Slaps. Und dann werden wir einfach mal... da. Aus diesen Stufen will ich da mal versuchen, ein Dach zu bauen. Das muss ja auch hier optisch dazu passen. Das ist ja sonst Quatsch, wenn ich da jetzt anfange mit irgendwelchen grünen und blauen und roten und... Nee, das hat keinen Nährwert. Das ist völliger Quark. Das ist scheiße, dass ich jetzt schon diese Dinger hingesetzt habe.
Nee, das hat auch überhaupt keinen Sinn, dass ich da anfange, jetzt wirklich tatsächlich mit anderen Dachsteinen zu arbeiten. Das ist völliger Quatsch, ist das. Absoluter Quatsch. So, jetzt wird es wieder dunkel. Das heißt, ich muss auch gleich in die Haie gehen, damit ich die Nacht auch gut überstehe. Das ist ja echt irre, ey. So. Oh, Mann. Oh. Das muss weg. So, dann können wir ja eigentlich auch schon rausgehen und bitte von draußen machen. Das ist die Frage. Aber so ein Dachüberstand muss sein, ne? Ein Haus ohne Dachüberstand, ist blöd. Ja, nee, da finde ich auch so eine olle Scheune, das finde ich nicht cool. Das ist schon besser. Das ist schon wunderbar besser. Wunderbar besser. Guti, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge oben am Dach weiter. Ich baue hier mal irgendwie so einen ollen Aufgang hin. Dass wir da mal mit vorwärts kommen. Na, nun komm her hier, du Schuft. Denn nichts geht über ein vernünftiges Gerüst. Das ist schon immer so gewesen. Hüstel. Entschuldigung, dass ich mich so ein bisschen räuspern musste. Aber eben, wie gesagt, mit einer Erkältung ist das einfach schon fast normal, dass man sich da ein wenig räuspern, hüsteln, wie auch immer muss. Ich werde jetzt noch eine Runde Tonfarm gehen, damit ich eben hier diese Steine zusammenkriege. Dann werden wir uns wiedersehen in der nächsten Folge, weil ich glaube, auf so eine Farming-Tour wollt ihr nicht mitkommen. Das ist für mich auch langweilig. Nächste Folge geht hoffentlich dann auch wieder mit Kamera. Ich muss mal gucken, wie ich dann aussehe. Zurzeit sehe ich im Gesicht aus wie aus dem Obst gepellt, das allerdings auch schon 4 Jahre auf dem Tisch liegt, so mit Fliegen und einem anderen Schiss drauf. Das möchtet ihr euch nicht antun. Nein, das brauchen wir nicht. Das sagen, also selbst meine Chefin hat schon gesagt, du siehst heute richtig kacke aus, wo ich gesagt habe, danke. Und hab mir dann eben nochmal mein Gesicht im Spiegel angeguckt. Es ist mittlerweile, wie spät haben wir es jetzt? Ich muss mal auf die Uhr gucken. Wir haben es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme 0.26 Uhr. Und das ist mir dann doch ein wenig zu blöd, auch was die Ansicht dann hat. Das wollte ich euch nicht enttun. Auch der Nachwelt nicht, muss einfach nicht sein. Also es gibt genug hässliche Menschen auf der Welt, da muss ich mir die auch noch zeigen. Wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine gute Bewertung freuen. Wenn dir die Folge nicht gefallen hat, natürlich auch über eine schlechte Bewertung. Hauptsache du bewertest, aber nicht überbewerten, denn das ist scheiße. Auf jeden Fall lass ein Feedback da, würde ich mich drüber freuen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.